fühlen. Dementsprechend, let's go. Wird aber trotzdem das Wegerl jetzt fertig gehen, in meiner Meinung. Das Wegerl gehen wir jetzt aber auch fertig. Na, 100%? 100%? Wird mir schon gefallen, wenn wir das jetzt wenigstens fertig machen. Wahrscheinlich kommen jetzt 100.000 Gegner jetzt wieder auf einmal. Los. Ich habe nur so das dezente Gefühl, dass diese scheiß Kugel wieder... Von wo kommt der jetzt schon wieder? Aber schon wieder oder ober mir oder irgendwas, gell? Oder fick ja mal, fick ja. Ich habe nur die Angst, dass diese scheiß Kugel daherkommt. Ich habe echt Angst von dieser Hurnskugel. Schlimm. Echt schlimm. Oh, die kommt eh schon wieder angeflogen. Yep. Und wie sie gleich wieder da angeflogen daherkommt. Dacht man nicht, die Kugel. Dacht man überhaupt nicht. Bis deppert richtiger unser Butler aufgesehen. Bis deppert. Aber schnell haben, aber ganz schnell. Aber ist wenigstens eher auf den Hund abgelenkt. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Wenn es wenigstens auf den Hund abgelenkt ist, die Hurnskugel, dann geht es. Das ist nicht so tragisch. Und naja, bist. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. War jetzt aber. Also aber nicht schwer oder irgendwas. Nix. Hätte ich mir jetzt echt ein bisschen schlimmer vorgestellt. Können wir hier oben hupfen, ist kein Thema. Yes. Ah. Okay, das ist mal definitiv nicht gut. Junge. Da und? Da ist die nächste Teleportationsstelle. Lauf, lauf! Okay, jetzt bleiben wir eine halbe Stunde stehen. Dann sind wir vielleicht voll aufgeladen. Dann sind wir vielleicht voll aufgeladen. Immerhin. Ich vertraue die Umgebung nicht. Ich vertraue derer überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe so das Gefühl, da stehe nicht irgend so ein Bastard-Hurensohn gleich hinter mir ist. Sagt man nicht. Ich glaube, da habe ich was zum Sammeln da oben. Da haben wir auch wieder so eine Teleportationsstelle. Jede Menge Gegner, jede Menge. Sollen sie mal daherkommen. Hauptsache die scheiß Kugel kommt nicht. Ja, es ist wichtig. Wenn die Kugel kommt, ist alles wieder vorbei. Bin in Arsch daheim. Scheiße drauf, geh heim. Ach cool irgendwie. Ist das ein Kresser oder? Was? Das kann auch sein, dass es komplett neue Gegner auch wieder sind. Ich weiß nix. Und was das für ein neuer Gegner ist und was für einer. Digi. Ui. Alter, hör auf zum Schießen, Alter. Bist du eppert? Hör auf da zum Schießen, das gibt's doch nicht, Alter. Ich seid eh schon in einer Menge, Alter, mehr, Alter. Ich bin noch zu zweit, Alter. Okay, der Hund ist für ein Arsch, also. Ich bin alleine, also dementsprechend, Alter, fickt euch. Das ist ein Wahnsinn, Alter. Schießen sogar noch mit Steinen da um sich, das ist ein Witz. Ich kann nicht. Mit Steinen werfen kann ich nicht. Nein, nix. Sicher. Schauen wir mal. Aber der Große hätte uns aber auch gut geben können. Weißt du, was ich da gerade vermisse? Irgendwie das Sammeln. Vermisst da gerade so meine Kiste. Erst. Es wert. Ein Versuch ist es definitiv wert, Junge. Das wäre es jetzt, Alter. Das wäre es, Alter. Plötzlich so, oh, ich kann es aktivieren. Hoppala. Ja, geh in die Höhle rein, Junge. Geh in die Höhle rein. Kleine Stopfen. Kleine Stopfen, du gehst jetzt, du kleiner Bastard. Okay, ich wollte schon sagen, so, was ist das bitte für ein Haverer da hinten? Aber hören tue ich was. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Star ist oder irgendwas in der Richtung, aber gehört hätte ich jetzt was. Da kann ich. Okay. Müssen wir aber auch wieder zu einem Portal da hinschicken. Ja, schauen wir lieber mal die andere Seite an. Schauen wir definitiv lieber mal ganz kurz die andere Seite an. Ja, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, Alter! Du Scheiße! Der hätte mich fix runtergehauen. Der scheiß Bastard hätte mich safe runtergehauen. So ein scheiß Hurensohn. Scheiß Wichser, Alter. Ist das jetzt sowas oder was? Kann ich da umentscheiden? Oh.
Lass ich einmal. Mal abwarten. Lass ich mal sicherheitshalber. Schauen wir mal, was da oben so alles abgeht. Dann haben wir wahrscheinlich hier gleich wieder das nächste Teleportationssteinal da, oder? Das ist ein Wahnsinn. Ah, sicher. Hey, da könnt ihr aber was machen. Außer es gilt dann wieder für die andere Seite. Das kann auch möglich sein. So weiter fürs Kratzen, aber muss leider sein. Aber könnte schon möglich sein. Hätte sicher einen Gegenstand. Jeder was für die, Bruder. Jeder was für die. Okay, dadurch, dass das eine, nein, für das ist. Oder schauen wir nur kurz sicherheitshalber hier. Vielleicht geht es ja dann doch plötzlich so. Oh, surprise, Motherfucker. Passt. Sicher. Da gibt es noch viel zu viele Mysterien. Bin schon extrem gespannt. Na gut, dann gehen wir da auf. Da werden wir wahrscheinlich die Teleportation dann mal starten können. Oder vielleicht da, wie auch immer. Aber ich bin gespannt. Ich vertraue dem Bereich halt nur nicht. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass der Scheiß der Kerl fällt. Fick dich einfach nur, du Hurensohn. Digga. Oder? Ihr habt's leider mal aufgekriegt, Alter, in den Scheißdreck hier. Digi. Fickt euch ins Knie. Fickt euch echt ins Knie. Ist nicht zu viel aufgeklettert, oder? Das wär's. Nein, nur nicht aufgeklettert. Gut zu wissen. Gleich die Waffe auspacken, nicht den Speer, der Scheiß auf den Speer. Ich will schon wieder in Arsch da haben, oder wenn ich den Speer da auspacke. Aber ja. Warte, der schaut so unsympathisch aus jetzt gerade irgendwie. Ich weiß nicht, oder Aviteri. Der große gefällt mir aber auch irgendwie nicht. Ja. Und jetzt gib ihm böse. Ja. Okay. Ach, scheiße. Intuition. Was ist mit dir da? Ja, genau. Bam. Bleib ruhig, Kamera. Bleib ruhig. Ruhig, Banner. Ruhig. Ah, knappe Partie, Alter. Das ist nicht so scheiße, Digi. Oder wir sind komplett am Arsch. Aber ja. Halt rum, mein Aufladen da. Gibt's ja nicht. 100.000 kleine Wichser. 100.000 kleine Wichser hier am Start. Eieieiei. Wir fahren alle wieder runter, da ist ein Witz. Müssen wir aufpassen, das ist ein Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. Ich kann mir relativ gut vorstellen, wir werden safe gegen so einen riesen Golem oder so kämpfen. 100%. Anders kannst du das nicht erklären. Wir werden safe gegen irgendeinen riesen Golem kämpfen. Wir sind richtig am Arsch. Ah. Also habe ich. Wir machen das einmal auf, Havara. Das ist jetzt einmal wichtig. Das haben wir mal geöffnet. Es war quasi eine kleine Abkürzung, falls wir drauf gehen sollten. Ich darf safe jetzt noch nicht gehen. Ich will noch gegen den einen oder anderen Stein geben. Ich will ja unbedingt noch gegen den einen oder anderen Stein kämpfen. Lass mich da kämpfen. Und das einsammeln. Was kriegen wir da wieder? Ein bisschen Altmetall, aber sehr wichtig. Sehr wichtig. Ich hoffe aber auch, dass der ein oder andere Händler vielleicht auch mal so eine Art kleines Power-Up oder so gekriegt hat. Das würde ich ein bisschen feiern. Von der Medic. Das würde ich ehrlich gesagt echt feiern. Wenn wir sagen, okay, passt. Nach einer gewissen Zeit kriegen die auch so quasi bessere Items und alles drum und dran. Würde ich schon geil finden. Würde ich schon echt geil finden. Ich beobachte immer wieder oben, ob da vielleicht von oben da irgendeiner herumschweben tut, aber... Das ist ein Scheiß drin. Das ist dicker Scheiß. Aber wenigstens da ist, dass der Hund wenigstens ein bisschen was macht. Aber es ist eh nicht so viel. Das ist echt nicht so viel. Ja. Ja. Ich krieg nichts dazu.
Ja, ist mir aber trotzdem zu wenig Schaden. Ja. Ja. Weiß er nicht. Weiß er nicht. Bleiben wir bei der Pistole. Bleiben wir bei der Pistole. Ich hab mir echt nie gedacht gehabt, dass ich die Pistole so lieben werde. Ich hab gedacht, so, was, eine Pistole. Muss nicht unbedingt sein und dann oder ohne Pistole geht gar nichts mehr. Ohne Pistole, Schmutz. ohne Pistole hier einfach nur Much. einfach Much hier, einfach Much. Ich würde mal sagen, schauen wir mal wieder zur Station zurück. Wäre nicht schlecht, wäre echt nicht schlecht. Das ein oder andere Upgrade. Ich glaube, wir könnten dann auch mal bei dem Haver auch mal was kaufen, oder? Ich glaube, jetzt wäre es einmal langsam Zeit. So viel, was wir jetzt erreicht haben. Die Pest wächst und Duell hat Edelsteine im Angebot. Wir haben jetzt so viel erreicht, da sollte sowas sich, glaube ich, ausgehen. Kluges Pak Sultek. Es kommt gleich zur Sache. Das Pak Sultek soll während seiner Reise aufpassen. Hätte man nicht doch. Hätte man echt nicht doch gehabt. Da haben wir jetzt doch gehabt, so ja, jetzt ist es endlich soweit. Beziehungsweise wir haben diesen sogenannten König besiegt. Ein bisschen was erwarte ich mir jetzt da schon irgendwie. Irgendeine Art Fortschritt in dem Bereich. Oder bin ich da ein bisschen zu extrem? Weißt du, ich erwarte mir schon irgendwie ein bisschen was. Dass hier so eine Art Fortschritt stattfindet oder so in meiner Meinung. Du weißt, wo du dich findest. Ich hoffe, du hast. Was brauchst du? Oh. Ja. Wieso nicht? Wir sind hier fertig. Wieso nicht, Diggi? Aber ich glaube, ich erwarte mir auch ein bisschen zu viel von dem Game. Ja, ich drücke immer wieder auf X. Ich weiß eh. Versuch es weiter. Lass man das mit Eisen, oder? Werden wir vielleicht irgendwann mal brauchen. Steht jetzt immer noch bei zwei. Wenn wir irgendwann mal brauchen, habe ich so das Gefühl. So viele neue irgendeiner von euch wird glaube ich was Nützliches haben. Du meinst den? Ich hoffe, du gibst. Du kommst gleich zu manches davon. Munition, Rohrbombe. Was ist denn da so? Gesamtschaden wird um 200% erhöht. Verursacht der Gesamtschaden wird um 10% erhöht. Was ist das bitte für Hammer? Altes Metallwerkzeug. Das brauchen wir nicht. Säureschaden. Elektroschaden, Feuerschaden. Erhaltener Gesamtschaden wird um 200% erhöht. Verursachter Gesamtschaden wird um 10% erhöht. Verlier nicht den Kopf. Cool. Aber. Fix das, ey. Lass mich nicht ficken von einer. No. Sicher nicht. Sicher nicht. Tu dir keinen Zwang an. Was hast du jetzt da nochmal so am Start? Ist da nichts Besonderes, gell? Ich bin hier, falls du. Wäre cool, wenn da irgendwer vielleicht sogar ein geschmiedetes Eisen gehabt hätte. Schauen wir einmal noch kurz bei dem Haverer da vorbei. Weil bei dem Haverer waren wir nur einmal bis jetzt. Bei dem Haverer waren wir bis jetzt noch einmal. Manchmal denke ich darüber nach. Nein, das ist nicht. Abo weitergeh, scheiß auf hier. Würde mir aber echt interessieren, ob ich bei ihm aber auch was kaufen könnte. Das würde mich jetzt echt interessieren. Also jetzt bin ich zu weit gegangen, gell. Ich war jetzt gerade so fokussiert auf die Karte jetzt gerade irgendwie, weiß nicht. Fremdling. Es gefällt Ihnen nicht, wenn ich... Das würde mich jetzt interessieren. Hugel des Ungeschehens. Setz alle ausgegebenen Eigenschaften. Okay. Reliktaufladung um 1. Interessant. Auf Wiedersehen, Fremdling. Interessant. Cool, dass es natürlich auch da was gibt. Das finde ich schon mal definitiv nicht schlecht. Nur ich habe so irgendwie so das Gefühl, außer der Waffenschmied zum Beispiel und vielleicht noch die Mod-Tante,
ist so fast wieder unnötig. Was halt noch, sagen wir da, weil noch unnötig. Vielleicht später wird der ein oder andere interessanter. Aber irgendwie. Ich glaube, ich erwarte mir einfach nur ein bisschen zu viel. Abenteuermodus kann im Weltenstein in Station 13 unter Welteneinstellungen ausgerufen werden. Du kannst jederzeit eine Kampagne und einen Abenteuermodus aktiv haben. Aha. Suchst du nach einem bestimmten Boss oder eine bestimmte Quest? Der Abenteuermodus erlaubt dir ein kürzeres Spielerlebnis, das sich auf eine einzelne Welt konzentriert. Aha. Oh, nicht schlecht. Ich würde mal sagen, wir machen weiter mit unserem Labyrinth, ja. So, jetzt ist halt nur mal die Frage, wo waren wir? Dem, ja, bei dem waren wir. Passt. Let's go, der wilde Hase. Jetzt habe ich mir überlegen müssen, oder? Wo war ich nochmal? Na, Wahnsinn. Ah, da war auch wieder so ein Haverer. Bitte wieder für Geräusche. Packt mir mal wieder überhaupt nicht. Weil wir einen Dampfusch gemacht. Also, ich weiß nicht, ob das so gescheit ist. Da eine zu hupfen. Ich weiß ja nicht, Digi, ich weiß ja nicht. Aber es wäre ein bisschen Arsch. Es wäre echt ein bisschen Arsch, aber okay. Oder also Blitze, Blitze. Definitiv nicht schlecht. Hauptsache, es geht mir keiner mehr. Passt. Das ist jetzt wieder die Frage. Wo gehen wir jetzt am besten wieder hin? Jetzt 100.000 Wege, ich sag's euch. Immer wieder. Immer wieder 100.000 Wege. Theoretisch gesehen könnte sich da ein Weg bilden. Tjo. Es wird nicht gescheit angezeigt, aber theoretisch gesehen. Will ich wirklich so deppert sein? Ja, ich will so deppert sein. Ja. Es war aber jetzt aber auch ein bisschen sehr mutig, aber ich habe halt einfach irgendwas Rotes gesehen. Langsam, oder? Ich bin extra da oben gehupft und da wüsste man sagen, das ist langsam war. Ja, so in etwa, ja. Aber ganz, ganz schnell, aber ganz. Du Steppe, jetzt haben wir aber auch doch gehabt, da gehen wir ja nicht mehr, du Volltrottel. Alter! Ich bin aber auch gespannt, Alter, was ich da schon wieder für einen Bereich habe. Da sehe ich mich schon wieder mit vielen Gegnern, die. Ich weiß nicht. Viele Gegner, 100%. Das hat schon wieder so einen guten Bereich. Wieder nicht smoke oder super. Alter. Ich kann gar nichts machen, Digga. Ich kann gar nichts machen. Ich bin die ganze Zeit so nur im Sterben gefühlt. Eigentlich quasi jetzt gerade. Nur im Sterben, Digga. So, gib jetzt einmal Gas. Machen wir kurz Heilung. So, damit wir wenigstens ein bisschen jetzt einmal in Form sind. Wenigstens ein bisschen. Damit wir mal kurz Bescheid wissen, okay, passt. Bam, 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 bam. Mhm.
Ja. Gute Reichweite anscheinend. Sehr, sehr interessante Reichweite mal wieder. Ich bin in Schwierigkeiten. Ach, wie bitte? Du bist in Schwierigkeiten? Wie bitte? Was? Was? Hä? Was? Hä? Ist der komplett der ist deppert, oder? Der ist sicher vom Kopf gefallen oder irgendwas so, sag ich. Hätte mir jetzt nicht so. Hätte mir jetzt nicht gedacht. Hätte mir jetzt echt nicht gedacht gehabt, dass wir das jetzt auch irgendwie da reißen. Ich war jetzt gerade so irgendwie so ein bisschen gerade so überfordert irgendwie. Ich war, ja, ja, so kann man es irgendwie sagen. Ich war jetzt gerade irgendwie voll überfordert mit der ganzen Situation. Ork. Ork, Ork, Ork. So, für was brauchen wir denn wieder den Stab? Ich frage mich so für einen Freund. Ich frage nur mal. Umwandlung bieten einzigartige Möglichkeiten, eine Waffe zu modifizieren, neue Mechaniken freizuschalten und ihre Leistung zu verbessern. Ist es soweit? Ist es endlich soweit? Können wir sich jetzt einmal was gönnen? Ist jetzt einmal deine Avara jetzt einmal wichtig? Ich schau trotzdem lieber wegen Verbesserungen. Man kann die wissen. Ich liebe Verbesserungen. Jetzt. Dementsprechend. Ah, ist egal. Ist egal. Was da draußen ist das Scheißen gekauft. Stab des Labyrinths. Auch wieder eine Nahkampfwaffe. Wieso kriege ich hier so viele Nahkampfwaffen? Wieso kriege ich da nicht was Gescheites? Wie kann Duell dieses passen? Du hast anscheinend was für uns. Immerhin, immerhin. Mhm. Cool. Erhöht der Nahkampfschaden um 20%, wenn die maximale Gesundheit unter. Wollen wir das überhaupt erhöhen? Nee. Nee, will ich nicht. Will ich nicht. Will ich nicht erhöhen. Das kann ich nicht zufällig deiner haben. Also ja, weil das ja auch zu der Nahkampfwaffe dazugehört. Ja, okay, passt. Ja, verstehe ich. Verstehe ich definitiv. Na, muss nicht sein. Muss nicht sein. Wenn dann für meine Pistole oder für mein Sturm, für mein Gewehr, bin ich definitiv in dem Fall dann motiviert. Genug, dass wir da dann loslegen. Aber nicht für die Nahkampfwaffe. Die benutze ich so selten. Muss nicht sein. Muss echt nicht sein. Aber das mega war mal interessant mal wieder, sagen wir so, oder? War mal wieder Wahnsinn, war auch mal wieder ein Ritt. War schon mal echt nicht schlecht. Aha. Schau, mal schau, mal schau. Er steht bei Game Xbox. Ich will wissen, was da abgeht. Beziehungsweise, er markiert mir da nicht die Stelle. Er markiert mir da nicht die Stelle. Oder wusst man das? Na, tut mir nicht markieren. Ja, dann geh durch. Dann scheiß drauf. Ich weiß schon, was mein Fehler war. Ich weiß schon, was mein Fehler war. Ich habe so viele Fragen. Ja, ich habe so viele Fragen, Woody. Ich glaube, ich trinke einfach mal ganz kurz einen Kaffee und so scheißdreck soll scheißen gehen. Ja. Soll scheißen gehen. Soll echt scheißen gehen. Warte noch ganz kurz. Aha, und dann sieht man den jeweiligen Ort, oder was? Dem wollte ich doch wohl verarschen.